Und damit seid ihr gerüstet, meine Zwerge, genommen haben jetzt mit eurem zu Endes Test. Wir spielen Super Grosu Kars. Die Demo. Ja, die Musik ist etwas laut. Ich muss wahrscheinlich geschnitzt am Mutter. Okay, dann würde ich mal sagen, spielen wir dieses kleine Autorennen-Spiel. Mal eins aus der Kategorie Sport und Rennspiele. Da gibt es nicht viel, was mich sonderlich interessiert, weil ich bin nicht so der Rennspieltyp und der Sportspieltyp explizit nicht, besonders nicht. Aber das habe ich mir jetzt rausgepickt. Und ich würde mal sagen, wir versuchen zwar im Grand Prix. Können wir uns ein Auto auswählen? Ein Trecker? Okay. Den Bus müssen wir auch nochmal spielen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem hier an. Können wir die Farbe noch auswählen? Dann halt nicht. Können wir einen Charakter aussuchen? Ein Alien. Professor. Ah, okay, die haben einen Namen. Derek, Helmet, Margaret, Luca, Juliet, Bot 0, Kenta, Guriana. Ich nehme Professor. Demo Cup. Ja, müssen wir wohl spielen. Na dann, auf den Demo Cup. Get ready to race. Ich hoffe, ich werde die Steuerung kapieren. Pitch Roleplays. Okay. Sieht ja schon abenteuerlich aus. Stehen schon zwei Busse. Okay, ich muss jetzt mal gucken, wie ich starte. Jetzt muss ich Steuer kapieren. Ich habe eine Rakete. Richtig irgendwie abfeuern. Okay. Beschleunigt wohl. Eine Fahrt für eine ganz kurze Zeit. Das ist natürlich blöd. Der Stecker. Hilfe. Fest. Ist nicht gut. Ich bin hinterletzter. Das ist nicht so gut. Wenn ich mich anstelle. Ich wollte auf die Rampe da hoch. Stattdessen fahre ich durch den Graben durch. Okay, der Professor ist der Letzte. Final Lab. Und die anderen sind schon fast im Ziel. Ich bin hier noch auf der hintersten Strecke. Okay, die Rakete ist halt quasi mein Turbo. Na, den hinterletzten habe ich fast eingeholt. Von vorne. Ich will nochmal. Diesmal spielen wir vielleicht einen Bus. Und der Busfahrer ist der Roboter. Demo Cup, auf geht's. Petro Plates. Ja, was spielst du bisher? Echt nicht schlecht. Gefällt mir, macht Spaß.
Ich hoffe, es macht beim Zuschauen genauso viel Spaß. Der Bus ist natürlich ein bisschen klapper. Jetzt haben wir so ein Rad oben auf dem Wagen. Und wahrscheinlich die Tourbus, bloß halt das anders aussehen. Oh Scheiße, da wurden wir von der Shell getroffen. Neptun. Ah, da können irgendwelche Leute können die Raketen werfen. So, diese Turbofelder mitnehmen ist, glaube ich, relativ wichtig. Verdammt, wir sind, glaube ich, wieder hinterletzter. Nee, noch nicht, aber es kommt schon gleich. Final Lap. Da kommt vielleicht nur mehr jetzt mit irgendwie. Momentan sind wir durch auf Platz 3. Und das ist richtig sehr. Ah ne, sind wir doch Platz 5. Bin gar nicht mehr der fünfte Wissenschaftler. Ach komm, hier können wir noch ein paar überholen. Nein, verdammt! Das ist fies. Wir wurden Mario kartet. Sind wir auf Platz 6. Sechster Platz. Oha. Platz 6, nein, das geht noch besser. Eine dritte Runde können wir noch machen. Next Race. Ah, okay. B-Trip und müssen wir nicht von vorne starten. Schon, das sind ja mehrere Maps. Und in der nächsten Runde kriegen wir besser hin. Super Gozo Chaos. Jetzt erst rein starten. Erst ein bisschen Vorsprung. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Oh, Kacke. Das war schlecht. Wir hätten so einen guten Vorsprung haben können. Ich glaube, in dem Bus hat man sich halt einen Wagen ausgesucht, der relativ ungelenkt ist, der hier in den Kurven äußerste Probleme hat. Vielleicht da mal umkippt. Na komm. Ich bin schon wieder Achter. Das ist doch nicht wahr. Warum können wir hier ein bisschen aufholen? Ganz schlecht für uns aus. Wenn die Kurven besser schaffen. Verdammt, der Letzte. Na komm, in die Kurve. Wir haben einen direkt vor uns, den können wir ausschalten. Das ist schon, dass uns nicht abholt. Ecke. Ja, nicht schlecht. Ah, vorletzter, siebter Platz. Naja. Mensch, Mensch, Mensch. Stimme ich hier blöd an. Endtour. Okay, letzte Strecke. Wir können mal zum Ende noch ein bisschen drauflegen. Ein bisschen. Ach so, das war schon die letzte Runde. Platz 1 ist Derek, Platz 2 ist Kenta, Platz 3 ist Kirkulia, Professor ist Vierte geworden, Margret, Luca, dann komme ich, dann am Ende Juliet. Ah, es ist schlecht.
Na komm, wir können doch bestimmt hier. Nehmen wir mal einen Trigger hier. Und der Trigger darf mal Margaret fahren. Versuchen mal ein bisschen in die drei Runden ein bisschen besser zu kommen. Wenn jetzt da versucht mit drei Runden schaffen, dann versuchen wir hier einen Trigger. Start ist glaube ich relativ wichtig, dass man da nicht stehen bleibt. Wenn man einen relativ guten Start hat. Dafür, dass es ein Trigger ist, ist der verdammt gelenkig. Muss man anmerken. So, na komm. Die anderen werfen auch irgendwie mit Raketen. Wo ich noch nicht verstanden habe, wie ich das mache. Und wieder hinterletzter. Komm, können wir hier irgendwie überholen? Ja, können wir. Jetzt müssen wir noch dranbleiben. Das sind wohl scheinbar Items, die wir hier kriegen können. Die Einsätze. Final Lab. Wir bloß auf unsere Posten bleiben. Vielleicht noch einen überholen. Momentan sind wir Platz 4. Vielleicht kriegen wir Platz 3 noch hin. Nein, nur Platz 4, aber sehr knapp. Auf Platz 4 sind wir uns angestartet. Vielleicht kommen wir in der nächsten Runde Platz. Das ist schon besser, als wir alles bisher hatten. Ich lerne dazu. Viel besser. Vielleicht können wir in der zweiten und letzten Map hier, wie es ausschaut. Muss noch beweisen, hat hier nur zwei Maps. Vielleicht kommen wir noch auf den aufs dritte, den dritten Platz auf dem Podest. Auf geht's. Und wir starten dafür ganz hinten. Ich muss ja nichts heißen. Diesmal haben wir auch nicht so einen riesen Bus, der hier auf dieser Strecke wirklich schlimm war. Weil wir kaum in die Kurven gekommen sind. In die Kurven kommen. Okay, ich bin glaube ich geblieben einfach. Ja, ist natürlich schlecht. Da jetzt noch aufzuholen. Okay, da sind noch welche. So weit bin ich noch nicht zurück. Die Busse hängen hier hinten noch ab. Abkürzen könnte. Oh nein, das war ein Fehler. Ein großer Fehler. Hier zu beschleunigen. Ich komme wieder zu hinterletzter im Ziel an. Der Bus hat hier Probleme. Das hier ist, ein Bus ist hier wirklich nicht das optimale Auto. Okay, hier werde ich getroffen. Nein. Muss doch mindestens vor dem Bus ins Ziel kommen. Okay, den kann man nicht mehr überholen. Siebter. Ach. Das hat mich wahrscheinlich wieder runtergebracht. Die Gesamtwertung. Ja, auf Platz 5. Naja.
Treppchen konnte man nicht besteigen, aber. Wir sind schon besser geworden. Mit noch ein bisschen Übung können wir auch aufs Treppchen drauf. Gut, na dann würde ich mal sagen, das war super Kusum Chaos. Dumme Version. Glaube ich noch immer so zu gefallen haben. Lasst ein Abo da und ihr seid. Schaut auf Twitch vorbei. Habt noch einen tollen Tag. Und ja, haut rein.